Die Parabel P hat die Funktionsgleichung y ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Die Punkte Pn mit den Koordinaten x, 0,5x² plus 4x minus 2 liegen auf der Parabel P. Berechne die Koordinaten des Punktes P2 für x gleich 8. Diese Punktkoordinaten wollen wir jetzt mal mit Hilfe des Taschenrechners berechnen. Und das geht wie folgt. Wir haben eine Funktionsgleichung vorliegen, die schon in allgemeiner Form ist, also y ist gleich und dann geordnet nach den Potenzen. Und wir wissen, die Punkte Pn liegen auf dieser Parabel. Also nehmen wir den Taschenrechner, gehen auf y ist gleich und geben bei y1 jetzt die Gleichung der Parabel ein. Wenn man vielleicht genau hinschaut, merkt man die Gleichung der Parabel. Der zweite Teil hier, rechts vom ist gleich, ist der gleiche wie die y-Koordinate des Punktes. Also 0,5x² plus 4x minus 2. So, als nächsten Schritt lassen wir jetzt über die Tabellenfunktion die Punktkoordinaten berechnen. Dafür müssen wir jetzt erstmal eine kurze Einstellung machen, damit es recht schnell geht. Wir gehen also in die Table Settings, das heißt gelbe Taste zuerst drücken, stellen von Auto auf User um, bestätigen mit Enter, sodass User blinkt und gehen dann auf Table. An dieser Stelle fragt jetzt der Taschenrechner nach einem X-Wert. Und wir haben es hier schon angegeben, berechnet die Koordinaten des Punktes P2 für x gleich 8. Also geben wir hier an dieser Stelle x gleich 8 ein. Bestätigen mit Enter und der Taschenrechner gibt uns den dazugehörigen Wert aus. Und das hier ist dann nichts anderes wie die Punktkoordinaten des Punktes P2. Das müssen wir jetzt noch aufschreiben. So, wir haben die Funktionsgleichung der Parabel benutzt. Also schreiben wir die auch nochmal hin. Dann sind wir über die Table-Funktion gegangen. Dass wir jetzt von Auto auf User umgestellt haben, ist jetzt nicht so interessant. Es reicht zu wissen, dass wir eben Table benutzt haben. Und auch wichtig noch ist, dass wir einen Wert für x eingegeben haben, nämlich in diesem Fall 8. So, und da kommt dann raus, dass die Koordinaten des Punktes P2 eben 8, und schauen wir nochmal nach, 8, 62 ist. Und damit sind wir fertig.